Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan ließ sich vor der Parteizentrale in Erivan feiern. Seine Partei Bürgervertrag hat die Parlamentswahl deutlich gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt sie bei rund 54,6%. Das armenische Volk hat unserer Partei das Mandat gegeben, das Land zu führen und mir persönlich den Auftrag erteilt, das Land als Ministerpräsident zu führen. Zweitstärkste Kraft wurde der oppositionelle Block Armenien des früheren Präsidenten Robert Kochajan, der 20,7% der Stimmen auf sich vereinigte. Mit der Ansetzung der Neuwahl hatte Paschinjan auf den öffentlichen Zorn über das im November geschlossene Friedensabkommen mit Aserbaidschan reagiert. Es kam zu monatelangen Protesten. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich Veränderungen gibt. Ich hoffe, dass Armenien in der Wirtschaft und in der Politik wieder auf die Beine kommt. Die Menschen sind müde von Kriegen und Konflikten mit Aserbaidschan. Es war schwierig, eine Wahl zu treffen, aber ich habe meine Wahl getroffen. Das vom Kreml vermittelte Friedensabkommen beendete die sechswöchigen Kämpfe zwischen armenischen und aserbaidschanischen Streitkräften. Aus russischer Sicht ist der alte und wohl auch neue Regierungschef ein Garant für den Fortbestand des Waffenstillstands.